Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, dann fange ich mal an. Das ist mein Video zur 36. Schwangerschaftswoche. Was gibt es Neues? Also erstmal wollte ich mich ganz, ganz lieb bei euch bedanken für die tollen Kommis, die ihr mir hinterlassen habt unter dem Infovideo, wo ich jetzt nun nicht wusste, was Sache ist mit der verkackten Plazenta, ob ich einen Kaiserschnitt kriege oder nicht. Dann wollte ich euch informieren, wie das jetzt weitergegangen ist seitdem. Ich muss jetzt seit über einer Woche alle 2 Tage ins Krankenhaus. Dort wird jeweils eine halbe Stunde immer CTG geschrieben und dann auch immer ein Doppler gemacht, also Dopplersonographie. Und dann wird immer, geguckt, ob die Fruchtwassermenge okay ist. Also die war bei mir jetzt bisher auch okay. Ob die Nabelschnurdurchblutung okay ist, die war auch bei mir okay. Ob die Hirndurchblutung beim Baby okay ist, die war auch okay. Kopfumfang wird gemessen vom Baby, das war auch alles okay. Das Einzige ist halt, dass meine Plazenta immer noch verkalkt ist und das muss unter Beobachtung bleiben. Und dadurch ist der Kleine immer noch unterernährt. Dazu komme ich aber gleich, wenn ich euch von Alexandra erzähle. So, dann musste ich am Montag die Beta-Blocker für mein Herzrasen absetzen und Montag früh hatte ich noch eine Tablette genommen und deswegen ging es mir eigentlich Montag noch gut. Dienstag ging gar nicht, da war ich noch im Zentrum mit meinen Eltern unterwegs und auf einmal konnte ich nicht mehr laufen. Ich hatte so Herzrasen und Atemnot. Es ging am Dienstag gar nicht. Ich habe versucht, irgendwie damit klarzukommen. Und heute hatte ich wieder einen Puls von 120, 130 und ich habe dann zur Tablette gegriffen. Also es ging einfach nicht mehr. Und ich habe dann einen halben Beta-Blocker genommen. Das habe ich dann heute der Oberärztin gebeichtet, dass ich gesündigt habe. Und sie meinte, sie selber würde es nicht anders machen und wenn ich sehe, dass es mir nicht gut geht, soll ich einfach die Tabletten nehmen. Ich soll es nur nach der Entbindung den Kinderärzten sagen, damit das Herzchen von Alexandro unter Beobachtung bleibt, halt für einige Tage. Dann machen wir mal weiter. Meine Essfavoriten diese Woche sind Pizza, Cornflakes, Milch, Bananensaft, hat sich nicht viel geändert, Leberwurst ist dazu gekommen, Nudeln, Käse und was ich diese Woche überhaupt nicht abkonnte, ist ganz fettiges Essen. Wir haben uns im Zentrum Oberhausen haben wir uns so Spießbraten mit Bratkartoffeln bestellt und die Bratkartoffeln, die waren wirklich, die schwammen im Fett und könnte ich gar nicht essen. So, meine Wehwehchen diese Woche. Ich habe ab und zu wieder die Morgenübelkeit, aber auch nicht oft. Morgens habe ich Kreislaufprobleme, morgens habe ich Wasser in den Fingern, dann sind die immer so kribbelig. Eigentlich schlafe ich gut, aber ich habe sehr starke Beckenschmerzen nachts. Also immer wenn ich aufwache, boah, da schmerzt das Becken, der Rücken, die Arschbacke, das Bein, also das habe ich ja jetzt schon in den letzten 2 Videos, glaube ich, erwähnt. Also es ist nicht besser geworden, es wird immer schlimmer. Und dann drehe ich mich irgendwie auf die andere Seite und das Drehen an sich ist auch ganz schwierig, so mit dem dicken Bauch wieder irgendwie auf die andere Seite zu kommen. Und dann haben wir das ganze Spiel mit der anderen Seite, ne? Dass, wenn ich dann wach werde, dass die andere Seite halt schmerzt. Ja, und heute habe ich auch ganz schlimme Rückenschmerzen, auch den ganzen Tag über. Beim Laufen habe ich immer so einen Druck untenrum, so im Schambereich und Schmerzen. Ja gut, die Schmerzen, die kommen dann auch wegen dieser Symphysenlockerung und boah, das tut echt weh, das sind höllische Schmerzen. Ich kann dann auch gar nicht mehr weiterlaufen, ich muss dann erstmal einige Sekunden stehen bleiben. Und dann ganz, ganz langsam wie eine alte Frau, ein Bein vor dem anderen. Das ist ganz schlimm. Ja, Senkwehen immer noch.
periodenartige Schmerzen vorne im Unterbauchbereich, hinten am Rücken, bis zu ziehen zu den Oberschenkeln. Ja. Sodbrennen hatte ich immer noch, jetzt nicht mehr so viel, aber trotzdem ab und zu. Und wenn ich das habe, dann auch ganz stark. Und wie ihr wisst, Renny. Häufigen Harndrang. Und wenn er dann kommt, dann tut das auch richtig weh unten rum, weil der Kleine ja irgendwie so oft auf die Blase drückt. Und boah, dann muss ich ganz, ganz schnell auf Toilette rennen. Ja, das Anziehen. Sehr, 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 sehr schwierig, eine Hose anzukriegen oder die Socken oder Schuhe zuzubinden. Oder wenn ich fahre ja noch Auto und dann muss ich immer, damit ich vorne an die ans Gas und so komme, muss ich den Sitz immer so nach vorne tun. Und boah, ich komme dann unten an diesen Hebel so schwer dran, damit ich mich so nach vorne schiebe. Ja, und da tue ich mich halt schwer. Und dann, wenn ich aussteigen will, wieder an den Hebel kommen und wieder den Sitz nach hinten schieben. Oder wenn ich rückwärts warten muss und so weiter und so nach hinten gucken muss. Boah, das ist echt schwierig mit dem Bauch. Also Autofahren ist echt schwierig. So, kommen wir zu Alexandro. Er hat innerhalb von 6 Tagen 200 Gramm zugenommen. Yuppie, das ist sehr gut, denn das heißt, dass ich noch keinen Kaiserschnitt brauche. Es muss aber nochmal in der Woche gewogen werden. Aber er liegt trotzdem 500 Gramm zurück mit seinem Gewicht. Also er müsste in der Woche jetzt um die 3000 Gramm wiegen und er wiegt 2,5, ne? Und ich sagte heute schon zur Oberärztin dafür, dass er so zierlich sein soll, hat er extrem viele Kampfsportarten drauf. Ja, wenn er sich streckt, boah, der schmerzt so sehr. Und da kommen immer so Beulen raus überall. Aber das tut so weh, als ob man in dem Moment einen Krampf hätte. Und oh, muss ich immer schreien. Wenn er seinen Popo vorne rausstreckt, weil er liegt immer noch mit dem Rücken nach vorne und mit dem Gesicht nach hinten, und wenn er seinen Popo so rausstreckt da an meinem Bauchnabel, dann wölbt sich mein Bauchnabel immer so nach draußen. Er bewegt sich weniger, aber dafür, naja, okay, schmerzen die Bewegungen, wenn er sich streckt und so weiter. Und ich merke das auch richtig in der Beckenregion, das Köpfchen, wenn er den Kopf bewegt. Und manchmal fühlt sich das im Becken so an, wo wirklich als das sind Schmerzen, als ob er sich da mit den Nägeln einen Tunnel gräbt oder so. Das war. Ja, das war es eigentlich so. Also viel habe ich diese Woche nicht. Was ich noch sagen wollte, ich werde sehr viel angeschrieben von Frauen oder von Mädchen, die schwanger werden wollen. Und ja, manche haben Angst, weil sie einige Krankheiten haben oder Blutdruck oder was weiß ich. Aber ich wollte euch nur sagen, ich möchte nicht, dass euch meine Videos irgendwie abschrecken, weil eine Schwangerschaft, die ist nicht leicht und man hat Beschwerden. Die eine Frau mehr, die eine Frau weniger. Ich habe jetzt leider einige mehr, aber es gibt wirklich auch Schlimmeres. Und es gibt auch Frauen, die haben gar nichts. Also die haben nur die Kleinigkeiten halt, Sodbrennen und das Dingens, Wehen. Also einfach die normalen Beschwerden. Und ich sage euch einfach mal, lasst euch nicht beängstigen von unseren Videos, wenn wir jetzt Wehwehchen haben. Das heißt ja nicht, dass ihr die auch haben müsst. Und zweitens, eine Schwangerschaft ist was ganz, ganz Tolles. Also egal, was ich an Wehwehchen hatte, ich bin trotzdem froh, dass ich das miterleben durfte und noch darf. Und dass ich bald mein eigenes Kind in meinem Arm halten darf. Und es ist einfach was ganz, ganz Tolles. Und kriegt Kinder. Bleibt schwanger, kriegt Kinder. Es ist einfach was ganz, ganz Tolles. Ein tolles Gefühl. So. Dann wollte ich noch sagen, eine YouTuberin hat ihr Baby bekommen. Ihr Kanal heißt Die Kleine Kurze, glaube ich. Da wollte ich nochmal herzlichen Glückwunsch hierüber senden an Tanja und ans Baby.
Und ich habe eine Packstation jetzt eingerichtet, weil einige mir Sachen schicken wollten für Alexandro. Und die Packstation, also die Adresse, die verlinke ich dann immer unter jedem Video. Dann könnt ihr mir gerne etwas zusenden. Nur es wäre schön, wenn ihr mir vorher auch Bescheid sagt, damit ich weiß, von wem die Sachen sind. Also wir freuen uns natürlich über alles, was ihr uns sendet. Das war's. Dann zeige ich euch jetzt noch meinen Babybauch und wir messen mal, was sich da getan hat. So. Das ist mein Bauch. In der 36. Woche. Ganz schön groß geworden und mächtig. Ich habe immer noch keine Schwangerschaftsstreifen. Aber dafür hat sich jetzt mein Bauchnabel so langsam rausgewölbt, was ich sehr lange nicht hatte und das erst seit zwei Wochen. Ja, dann messen wir mal nach. Das letzte Mal hatte ich 114,4. Wow. 115,9. Heftig. 115,9. Wow. Und dann wiege ich mich mal eben kurz noch. Ja, und gut zugenommen habe ich auch noch. Ich wiege jetzt 75,3. Und damit habe ich die 10 Kilo Grenze erreicht. Na gut, meine Lieben, das war mein Video zur 36. Schwangerschaftswoche. Ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute, eine beschwerdefreie Schwangerschaft. Und wir sehen uns nächste Woche. Und wenn ich zwischendurch Neuigkeiten habe, ja, weil ich muss jetzt morgen zur Frauenärztin und muss eine Überweisung holen für ein geburtsvorbereitendes Gespräch mit dem Chefarzt und da wird halt besprochen, ob ein Kaiserschnitt jetzt besser ist oder ob ich eine normale Geburt haben soll. Und wenn ich Neuigkeiten habe, dann melde ich mich bei euch. Macht's gut!